Geisterlichter. Das ist es. Oh mein Gott. So kann der Konflikt gelöst werden. Meine Güte. Warum habe ich da nicht vorher dran gedacht? Oh mein Gott. Bitte merkt ihr es, merkt ihr es, merkt ihr es, merkt ihr es. Merk es dir, merk es dir, merk es dir. Merk es dir. Oh, Gott sei Dank. Morgen schreibe ich es endlich fertig. Alexa, Licht aus. Verdammt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vielleicht geht es dir genauso wie mir, gerade eben in diesem kurzen Beitrag. Dann ist es natürlich am besten, du hast immer ein Notizbuch dabei. Und aus genau aus diesem Grund habe ich mich an die Arbeit gemacht und habe ein Autoren-Notizbuch erstellt. Das sieht so aus und ist eben speziell für Autoren geeignet. Hier ganz vorne ist ein Einmerkerl für deine Adresse, falls es gefunden wird, dass es dann eben wieder an die richtige Adresse zurückgegeben wird. Was an diesem Autoren-Notizbuch so interessant ist, ist, dass es nicht nur ein Notizbuch ist, wo du auf leere Seiten schreibst oder auf liniertes Papier schreibst, sondern es ist speziell für Projektarbeiten und für deine einzelnen Geschichten gestaltet. Das siehst du schon am Einband, denn hinten drauf ist eben dieses Teil. Da steht oben eben das Projekt, Autor und Zustand. Also in meinem Fall hier ist es zum Beispiel Horror Stories, Autor bin ich und der Status ist der First Draft und zwar Dezember 22. Das Gute daran ist, dass du, sagen wir mal, wenn du eine Geschichte planst oder ein Buch planst, dann kannst du dieses Buch zum Beispiel für eine Geschichte benutzen und hinten eben draufschreiben, was in dem Buch drinnen ist. Das macht es ganz interessant für Autoren, die an mehreren Büchern schreiben, was meistens ja der Fall ist, und sich dann eben trotzdem noch das richtige Notizbuch aus dem Schrank rauszunehmen und daran weiterzuentwickeln und weiterzuschreiben, bis die Story eben passt. Was ist jetzt aber in diesem Buch, bis auf dieses Einmerkerl, wo du deinen Namen reinschreibst, wenn es jemand findet? Das ist ganz interessant, denn am Anfang im Inhaltsverzeichnis, das ist das hier, stehen schon die einzelnen Punkte drin der Dreiaktstruktur. Das ist quasi noch ein Refresher von der Dreiaktstruktur, die in jedem modernen Film, in jeder modernen Geschichte vorkommen. Und wir haben hier zum Beispiel die Voraussetzungen, was ist die Grundidee, also zum Beispiel ist die Grundidee eben, um wen geht es, was will die Person, warum bekommt sie es nicht, was unternimmt sie deshalb und wie endet es. Im Grunde eine Schablone für eine Idee, für eine Geschichte, schon auf ein dramaturgisches Element hin getrimmt. Also das ist ja im Grunde eigentlich das, was man sehen will im Kino. Um wen es geht natürlich, was die Person will, wird meistens im ersten Akt etabliert, meistens noch im Setup, also in den ersten 10 Seiten eines Films. Das kann natürlich am Anfang deines Skriptes so sein. Und dann geht es eben weiter. Dann ist der zweite Schritt laut dem Inhaltsverzeichnis eben, treffen Sie Ihren Protagonisten. Da gibt es nochmal eben genauere Tipps, wie man seinen Protagonisten aufbaut, wie man den Charakter aufbaut. Zum Beispiel heißt es hier, was ist ihre größte Angst, also die größte Angst der Hauptdarstellerin bzw. der Hauptrolle. Was ist der falsche Glaube? Da geht es teilweise ein bisschen in die Hauptrolle, in die Charakterbeschreibung rein, weil es eben davon abhängt,
wie sich der Charakter möglicherweise entscheiden kann in verschiedenen Situationen. Und das hat eigentlich immer mit einem gewissen Konflikt, mit einem inneren Konflikt zu tun. Und aus dem Grund steht das eben da drinnen. Im Grunde folgt dann eben die einfache Dreiaktstruktur nochmal beschrieben als Refresher eben. Also zum Beispiel der Haken, der Aufbau, das Setup, der Katalysator oder Inciting Incident, Debatte oder Debate. Dann gibt es das Ende des ersten Aktes, B-Story und so weiter und so fort. Das ist nur ein Refresher und soll dir eben noch ein bisschen mehr Input geben. Falls du noch nichts von dem Ganzen gehört hast, dann ist es ein guter Startpunkt, um mit deiner Geschichte zu starten. Und im Folgenden, was eigentlich den Hauptteil dieses Notizbuches bildet, gibt es dann eben standardisierte Szenenkarten. Diese Szenenkarten sehen dann ungefähr so aus. Also da ist dann eigentlich schon sehr viel freigehalten für den Text, damit du eben schreiben kannst. Und diese Szenenkarten fangen immer mit dem Kapitel oder Akt bzw. Szene an. Hier oben, wenn du das sehen kannst, wenn es die Kamera scharf stellt, das ist dann eigentlich immer die Szenenbeschreibung. Zum Beispiel nehmen wir an, du bist in Akt 1 beim Katalysator, also beim Inciting Incident. Dann kannst du oben reinschreiben Kapitel 1 bzw. Akt 1 Inciting Incident oder Akt 1 Catalyst oder Akt 1 Break into Act 2, also laut dem, was zum Beispiel Blake Snyder vorgeschlagen hat mit seinem Beatsheet. Und kannst dich so schon einmal orientieren. Das Gute an dem Standard dieser Szenenkarten ist der, dass du nicht jedes Mal von neu anfangen musst, denn die sind immer gleich. Also die sind immer gleich strukturiert und der Fokus liegt hier wirklich auf einer Szene. Das ist egal, ob du aus dem Film kommst oder ob du, sag ich mal, Schriftsteller bist. Im Grunde ist ja jede Interaktion, die du schreibst, eine Szene. Aus dem Grund ist es dann eben ganz gut, wenn du immer solche Standards, also standardisierte Szenenkarten hast, dann kannst du deine Sachen viel, viel besser und effektiver planen und später dann eben in dein Story-Programm oder in ein Schreibprogramm einfach einsetzen. Dann gibt es in diesem Notizbuch noch weiter hinten einzelne Seiten. Das sind, soweit ich mich erinnere, 10 bis 20, ich glaube 20 leere Seiten. Die sehen dann so aus. Also hier ist eine normale Szenenkarte noch. Und das hier ist einfach eine leere Seite. Das sind ungefähr 10 bis 20 drinnen. Muss man nachzählen. Ja, das sind 20 Seiten. 20 leere Seiten und auf diesen leeren Seiten kannst du freie Notizen machen. Du kannst sie benutzen, um freies Assoziieren zu üben oder alle Gedanken zu einem Charakter aufzuschreiben, alle Gedanken zu einem bestimmten Thema aufzuschreiben. Zum Beispiel kannst du Mindmaps machen oder Minddump, also Gedanken abladen und kannst es alles hier hinten auf diesem freien Platz eben noch machen. Oder du kannst dir für einzelne Szenen noch gewisse To-Do-Listen erstellen, die kannst du dir alle hinten auf dieser freien Seite erstellen. Und was noch ganz interessant ist, ist ganz am Ende des Buches, ich zeige es nur hier nicht in die Kamera, denn das soll wirklich den Leuten vorbehalten bleiben, die das Buch kaufen. Ich kann hier meine Hand drüber halten, dann sieht man es nicht ganz so. Hier im Impressum hinten steht noch ein kleiner Link dabei und diesen Link kannst du benutzen. Da kommst du auf meine Webseite, auf eine Unterseite, die über Google und über andere Suchdienste nicht gefunden werden kann. Und auf dieser Webseite, die laufend aktualisiert wird, gibt es ein paar Tools für dich. Zum Beispiel ist da drauf ein Cheat Sheet mit der genauesten Struktur, wie du deine Geschichte strukturieren kannst, nach dem Modell von Save the Cat. Also das komplette Beat Sheet aus Save the Cat ist in einem Cheat Sheet drauf, das ungefähr
zwei Seiten hat. Da werden alle Sachen aus dem Cheat Sheet von Blake Snyder nochmal erklärt, was das Ganze bedeutet, wie du es einsetzen kannst für deine Story und so weiter und so fort. Und zusätzlich habe ich momentan auch noch eine Vorlage für alle, die Scrivener haben, also dieses Schreibprogramm. Und diese Vorlage für das Schreibprogramm beinhaltet alle Elemente aus dem Beatsheet von Blake Snyder von Save the Cat. Das bedeutet, du kannst sofort loslegen mit deiner Geschichte, hast die einzelnen Karten, die einzelnen Akte schon fertig für dich im Programm integriert, musst dann nur noch in die entsprechende Karte reinklicken, kannst sofort deinen Catalyst schreiben oder wenn dir irgendwas einfällt zu, was gibt es noch? Zu The Dark Knight of the Soul zum Beispiel, kannst du sofort mit dieser Karte anfangen, diese Szene oder diese Sequenz schreiben und kannst dich dann sofort auf irgendwas anderes stürzen in deinem Schreibprozess und musst nicht lange warten, musst nicht lange eine Struktur erstellen, sondern die ist schon dir vorgegeben. Du kannst sie natürlich nach Belieben ändern, aber diese Vorlage ist eben auch kostenlos auf dieser Homepage zum Download für dich bereit. Wie gesagt, die Seite wird laufend aktualisiert werden und ja, in Zukunft werden noch Links zu meinen Büchern dazukommen, beziehungsweise zu den Büchern, die ich dann noch fertigstellen werde und natürlich noch weitere witzige und ja, sehr nützliche, vor allem Schreibutensilien und Schreibtools. Für wen ist dieses Buch geeignet? Ich würde sagen, für die Leute unter euch, die sehr haptisch veranlagt sind, die Sachen gerne fühlen, die Bücher gerne in die Hand nehmen, die vor allem nicht den ganzen Tag vorm PC sitzen, gerne dieses haptische Feedback haben wollen, strukturiert arbeiten wollen und vor allem zum Beispiel viel unterwegs sind oder einfach was für unterwegs dabei haben wollen, um eine kurze Szene zu schreiben und die dann später in Scrivener oder im entsprechenden Programm auf ihrem Computer dann in die Tat umzusetzen, ist dieses Buch super geeignet. Denn seien wir mal ehrlich, wie es ja am Anfang schon angedeutet wurde, die besten Einfälle, die passieren dann, wenn wir entspannt sind. Und wenn wir entspannt sind, sitzen wir meistens nicht vorm PC, zumindest geht es mir so. Sondern sitzen irgendwo in der Natur, im Biergarten oder im, wo auch immer, im Zug zum Beispiel, wenn wir gerade nach Hause fahren oder im Flieger. Und dann ist natürlich so ein Buch ideal. Wie gesagt, du musst nicht strukturieren, die Struktur ist dir vorgegeben und du kannst deine Szene planen und am Schluss dieses Buches eben komplett frei deine Notizen auf freien Plätzen machen und dafür ist dieses Buch eben da. Den Link zu diesem Buch lasse ich natürlich in der Videobeschreibung. Das Buch hat am Ende mein Impressum. Da ist eine E-Mail-Adresse angegeben, bei der du natürlich deine Verbesserungsvorschläge schreiben kannst. Genauso wie Kritik oder Lob. Je nachdem, wenn es konstruktiv ist, dann versuche ich natürlich die Kritik zu Herzen zu nehmen, mir zu Herzen zu nehmen und dann eben vielleicht noch in Zukunft eine zweite Version dieses Buches rauszubringen. Im Moment ist es die erste Version und ich denke, im Moment ist es trotzdem sehr, sehr nützlich, obwohl es zwar standardisierte Karten sind und die meisten das gut finden, gibt es natürlich immer wieder Leute, die das schlecht finden, aber für die ist dieses Buch dann eher nicht geeignet. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Autorennotizbuch etwas näher bringen und schaut mal auf Amazon. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Schöne Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Bye, bye.